Willkommen zurück zu Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Ja, wir sind endlich in der neuen Welt angekommen. Das Spiel beginnt so langsam. Du hältst eine Sporensprosse. Okay, ich würde sagen, wir machen noch ein paar Kämpfe. Kann nie schaden, am Anfang so ein bisschen zu trainieren, bevor wir jetzt zum Schloss laufen, was unser eigentliches Ziel ist. Du hast uns bemerkt von da hinten. Ist ja nicht aber frech. Da komm mal her. Ein Fratzspatz. Oh, die Flugvariante eines Ratzfratz. Der hätte mir vielleicht blocken sollen. Wir können auch blocken, das Spiel hat uns nicht beigebracht, wie das geht. Aber es wäre, glaube ich, mit dem Zauber besser gewesen. Ja, ich habe schon kräftig eingesteckt in diesem Fight. Oh, ich hätte die HP noch mitnehmen können. Ich hätte aber nichts dagegen, wie es um ein Level zu steigen, bevor wir startgehen. Um so ein bisschen zu zeigen, dass wir auch angekommen sind hier. Also komm du mal her. Du Blattschädel. Von hinten? Ach, schade. Hat nicht geklappt. Glaubfausel. Ja, merkt ihr auch schon, das Kampfsystem ist so ein bisschen Echtzeit. Also ich muss meine Befehle auswählen, dann geht das Spiel auch weiter. Ich kann auch selbst rumlaufen, um die Orbs einzusammeln. Ich muss einen richtigen Moment Attacken abbrechen, verteidigen, aber es kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen im Tutorial, deswegen will ich nicht so viel vorgreifen. Und dann unser erstes Level hoch. Lebenspunkte, Angriffspunkte, gibt es Magieangriffspunkte, Genauigkeit, Verteidigung, magische Verteidigung, Flinkheit. Das ist eigentlich alles ziemlich selbsterklärend, würde ich behaupten. Okay, sind wir eigentlich geheilt worden durchs Level Up? Ja, tatsächlich. Dann würde ich fast behaupten, nehmen wir noch ein paar andere Gegner mit. Warum denn auch nicht? Du da vorne siehst ein bisschen gefährlicher aus, aber wir können es hier mal riskieren mit Level 2, oder? Rhinosaurus. Ja, uns verfehlt, das ist natürlich gut. Ach, mit RB, den hinteren Schritttasten wahrscheinlich, ne? Mit dem Durchschalten. Ich wollte schon mal verteidigen testen, aber ich dachte, es ist ja mit LB und RB, aber es ist hinten. Also, was auch immer hinten ist. Xbox-Controller und ich sind nicht so vertraut. Okay, so viel Erfahrung kriegen wir von den Gegnern auch nicht mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Nehmen wir dich da vorne noch mit, so als Trainingsziel. Und dann können wir vielleicht langsam mal zum Schloss. Ich habe mich eigentlich von hinten jetzt erwischt, oder? Man, Drescher. Ja, von hinten, sehr schön. Jetzt rennen wir mal weg. Ah, ich hätte gern verteidigt jetzt, aber leider kam der Schuss so schnell raus. Das Ding ist eh schwach, was soll's. Noch einen Weißbruch bekommen, das ist nicht schlecht, das ist immer was zum Heilen. Da sage ich nicht nein zu. So. Das ist noch eine Karte, die wir öffnen können. Kann ich die Kamera wieder zurückjustieren? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins Schloss. Ich hätte mit Sicherheit dieses Spiel öfter mal trainieren müssen, aber das kann auch ein bisschen baden. Oh, verflixt. Ich habe vergessen, dir was zu sagen. Was denn, Töpfchen? Hier in meiner Welt kannst du Ehren benutzen, um deinen Blickwinkel zu ändern. Ja, das haben wir schon getan. Hast du Probleme mit der Steuerung, dann kannst du sie unter Einstellungen in deinem Hauptmenü anpassen. Du kannst dort auch die Vibration allen ausschalten, alles klar? Also ich persönlich würde sie einstarten. Das rüttelt einen richtig durch, wenn man beim Kämpfen nicht einpennt. Das wird mir schon nicht passieren, keine Sorge. Ich weiß, es ist eine Menge neues Zeug, Olli, aber da wirst du dich schon dran gewöhnen. Das hoffe ich. Es ist komisch, dieses Spiel Mini-Juckler hat. Ganz ehrlich, es wundert mich wirklich sehr. Ich hoffe, sie sind nicht zu störend. Mir fallen sie auf jeden Fall ein bisschen auf, aber ich störe mich nicht so sehr an sowas. Looks to me like a classic case of brokenheartedness. Brokenheartedness? You mean that thing you were talking about before? That's right. The brokenhearted are people who've had part of their hearts stolen. Poor souls just aren't themselves. Go all weird and useless they do.
So his heart was broken by... Keep up, will you? Shadar, innit? If anyone tries to stand up to him or does anything he doesn't like, he breaks their hearts into pieces so they can't put up a fight. Jeepers. But if he stays that way, we can't get into Ding Dong Dell. Da soll es schon mal sein, oder nicht, Olli? Zeit, dein erstes gebrochenes Herz zu flicken. Flicken? Aber wie mache ich das denn? Nun, dazu bist du auch nicht ganz bereit. Wir brauchen erst noch ein paar Dinge. Aber ich kenne einen alten Mann, der genau das hat, was wir brauchen. Bin ganz schön nützlich, was? Einen alten Mann? Was für einen alten Mann? Was soll das heißen, was für einen alten Mann? Den alten Mann natürlich. Lebt im Wald nördlich von hier. Ziemlich finster, der Wald. Deshalb heißt er auch der finstere Wald. Klingt logisch. Also die Jungler waren sogar noch schlimmer gerade, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz die Einstellung, die ich gemacht habe, um die Jungler vom letzten Mal zu verbessern, wieder umstellen, weil ich habe das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist. Also einen Moment. So, schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Gut. Wir sollen raus hier erstmal. Geh in den finsteren Wald und suche den alten Mann auf. Das hat Karl schon angezeigt. Da oben müssen wir hin. Dann lass uns mal losziehen. Ist ein bisschen stressig, noch, weil wir noch keinen wirklichen Heilpunkt haben, aber mit den Weißbroten müsste das eigentlich okay sein. Töpfchen hängt ein bisschen fest, aber das kann uns, glaube ich, auch egal sein. Nehmen ein paar Kämpfe mit, ich werde eh öfter grinden müssen, deswegen können ein paar Kämpfe auf dem Weg nicht schaden. Let's do it! Gehen wir schön einsammeln. Es hält uns am Leben. Ein Kugelei. Okay. Nehmen wir mit. Ja, wenn die Gegner uns sehen, sollten wir immer reinlaufen. Wenn ich mich erinnere, ist man ziemlich langsam. Und wenn man nicht reinrennt, dann erwischen die einen immer von hinten. Was nur schlechter ist. Ich glaube fast, wir können noch Level 3 erreichen, ein bisschen noch mitnehmen an Fights. Wie wär's zum Beispiel mit dir? Rhinosaurus. Let's go! Die ersten Kämpfe sollten wir einfach mit draufbashen gewinnen können. Da mache ich mir nicht so viele Sorgen. Aber sehr generös mit ihrer Erfahrung sind sie auch nicht, die Gegner. Schneller laufen oder so konnte ich nicht, ne? Ich will gerade ein bisschen austesten. Ne, gut. Da wäre so ein Moment zu verteidigen gewesen, wann ich das hätte schnell genug eingeben sollen, das wäre aber immer wieder ein Rätsel. War es ein Spieler für mich immer. Nicht immer, generell, aber die meiste Zeit. Naja. Vielleicht bin ich alt und langsam, aber dann wäre ich als Kind auch schon alt und langsam gewesen, das glaube ich irgendwie nicht. Neue Stufe 3. Schön. Das sieht gut aus. Auf zum Wäldchen. Was ruckelt das schon wieder? Willst du mich eigentlich verarschen, Spiel? Kannst bitte aufhören damit? Es gibt keinen Grund. Ich muss mal googeln, ob andere Leute das Problem auch haben. Das kann eigentlich echt nicht sein. Am besten will ich nicht. Ich habe mal in der ersten Minute versucht zu blocken. Okay, er hat eh nicht getroffen. Weil der trifft eh nicht gut, der Dinosaurus, glaube ich. Der scheint uns auch zu verfehlen. So, wir sind angekommen. Im finsteren Wald.
Unser erster Dungeon, wenn man so will. Forst der Fabeln. Ah, ein Speicherpunkt. Ich glaube, die heilen dem Spieler auch, was ich sehr begrüßen würde. Sieh mal einer an. Ein Meilenstein, das ist praktisch. Ein Meilenstein? Ja, Junge, das sind uralte Steine, weißt du? Kannst sie benutzen, um deine bisherigen Abenteuer festzuhalten. An gefährlichen Orten wie Wäldern kannst du dich nicht einfach mit auf den nächsten Felsen hocken und deine Memoiren schreiben. Warum denn nicht? Warum denn nicht, fragt der Junge. Geht's noch? Weil es da von grässlichen Viechern nur so wimmelt oder etwa nicht? Wirklich? Das klingt aber gruselig. Dann wirst du dich schon gewöhnen, Junge. Aber denk dran, du kannst deinen Fortschritt nicht einfach überall speichern. Ich erkläre dir das kurz. Du wirst zu dem Meilenstein, werden deine Magie und Gesundheit voll wiederhergestellt. Nicht schlecht, oder? Aber das ist noch lange nicht alles, Mann. Die kleinen Brachstücke lassen sich auch deinen Fortschritt speichern. Da freut sich der Wandersmann. Es hat uns bei jedem Meilenstein Halt machen und das Ding auch benutzen. Sicher ist sicher, oder nicht? Okay, Tröpfchen. Schick, das höre ich gern. Hoffentlich tust du auch, was du sagst. Gut, und jetzt zumal in meinem Wald. Ach, ja gut, wir können nicht überall hier speichern. Ich glaube, das sind, glaube ich, nachher Teleporter, diese komischen Dinger auf dem Boden. Schau mal, diese Dinger sind echt praktisch. Mit ein bisschen Glück kannst du die auch hier mal benutzen. Und wir können die nicht normal speichern, wir müssen halt immer an diesen Orten speichern in Dungeons, aber das ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich. Da haben wir schon sich aufteilende Wege. Wenn du nach da gehst, dann gehe ich schon mal direkt hier lang. Was treibst du denn da, Mann? Der alte Mann im Wald, so schnell kann ich gar nicht lesen. Ja gut, wir sollen ja nicht dahin. Können wir vielleicht später nochmal nachgucken. Schon wieder so ein Ruckler. Ich versteh's nicht. Spiel wirklich nicht. Mr. Drippy! Wait for me! Ruckel, ruckel. Ich werde nochmal nachforschen in der Folge. Jeepers. Ollie boy, meet old Father Oak. How do you, a leafiness? Oh, Drippy, it's you. And to what do I owe the pleasure? Well, I got a visitor by her from another world, see? And what it is I was wondering if you might lend us a bit of a hand, like. Oh, I should have known. You only ever come to see me when you are in need. Sorry, you tall ship. You know I'm always very grateful. This boy. Ah, spotted it, did you, you bark ship? Well, well. The pure-hearted one. He who will drive out the darkness. And Rippy, you mean to... That's right, your ancient ship. We're off to give Shadar a right royal hiding. You? Why? As reckless as ever, I see. Very well. You shall have my aid. But first, we had better give the boy a familiar, had we not? Oh, yeah! Clean forgot I did. He's right, Dolly boy. It might be a bit early, but I suppose we better teach you how to conjure up familiars, isn't it? Familiars? Yeah, familiars. You're in our world, you can magic up little fighting creatures from your heart, see? They're called familiars. Where we're going, the beasties are only going to get bigger and meaner. So, you're going to need a helping hand, or claw, or beak, or tentacle. Can I really do it? Well, there's only one way to find out. You want to help your mom, don't you? Sure I do. Well then, grab your wizard's companion and turn to the page marked Form Familiar. Aber Tröpfchen, der Zauber Vertrautenrufen steht hier gar nicht drin. Wie bitte? Der Junge hat recht. Sieh dir seinen magischen Begleiter mal an. Etliche Seiten scheinen darin zu fehlen. Wirklich? Verdammt. Heißt das, ich kann den Zauber nicht benutzen? Ho, ho, ho. Ganz so machtlos bin ich nun auch wieder nicht, junger Mann. Oliver, stimmt's? Lass mich mal sehen. Vertrauten rufen. Ah, hier. Ein Geschenk für dich. Oliver.
Eine wichtige, wichtige Funktion, die uns da entgegensegelt. Neben Portal können wir nun auch Vertraute rufen. Du hast also einen Zaubervertrautenrufen erhalten. Vielen herzlichen Dank, Gevatter Eiche. Die entsprechende Seite für einen Zauber zu besitzen bedeutet aber nicht, dass du ihn auch anwenden kannst. Manche Zauber sind für gewisse Zauberer einfach nicht bestimmt. So ist es nun einmal. Dadurch sollst du jetzt den Kopf nicht zerbrechen, Junge. Probier einfach mal vertrauten Rufen aus, okay? Natürlich, Töpfchen. Dann tun wir das. Vertrauten Rufen. Tidy work, Ollie boy. Look at that. A warrior from your very own heart. A familiar. This is a familiar? That's right. The fighting spirit inside you made flesh. A soldier of your soul. And he can really help me fight? Ooh. Ooh. Huh? Ouch! That was a mean trick. And the stronger you get, the harder he's gonna hit as well! Wow. Das ist also ein Vertrauter, was? Und er kommt mit uns? Ganz recht, Olli. Je mehr, desto besser, oder nicht? Du solltest dem Kerlchen noch einen Namen verpassen. Ein Wichtel. Nein, ein Wichtel wird das nicht bleiben. Ich werde dich immer wieder benamen. Namentitel geben, wie auch immer. Löschen mit X. Okay. War ja schon. Oh, jetzt einer hätte ich mir sparen können. Weil er schon Wichtel heißt. Werde ich mal einen der getreuen Zuschauer auch auf Twitch-Seite und auch hier mal verewigen. Latein, kleine Buchstaben, ja, bitte. Ist es ein Wilke? Bestätigen. Ja. Oliver. Wir können dich nicht nur mit diesem verdorrten Zauberstabgewappen in die Wildnis schicken. Ich habe ein paar Zauber für dich, die dir im Kampf helfen werden. Das erste ist ein stärkender Zauber namens Lindernde Hand. Weiß, ein neuer Zauber. Ich würde mal stark behaupten, ein Heilzauber. Schick, das ist der nützlichste Zauber für Abenteurer auf Reise. Kratzer, blaue Flecken, Verstauchungen, Platzwunden, alles kein Problem für Linde in der Hand. Ach, das hört sich ja so an, als würde ich mir demnächst dauernd wehtun, Tröpfchen. Und dies ist die Gabe des flammenden Infernos. Feuerball. Schick, der schießt einen kleinen Ball aus Feuer. Pflanzenartige Bösewichte hassen Feuer. Mann, sogar der alte Baumbeine hier hat Angst vor Feuerball. Tröpfchen. Wie kannst du es wagen? Du würdest diesen Zauber nie gegen mich richten, nicht wahr, mein Junge? Aber natürlich nicht, Gevatter Eiche. Und unser erster offensiver Zauber, Feuerball. Nun kannst du jederzeit X drücken, um das Zaubermenü aufzurufen. Du kannst einen Zauber wie Lindernde Hand jederzeit benutzen. Feuerball ist jedoch hauptsächlich für den Kampf gedacht. Aber jeder Zauber kann sich in bestimmten Fällen als überaus nützlich erweisen. Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, solltest du vielleicht mal dein Magierepertoire durchgehen. Vielleicht findet sich da ein Zauber, der dir aus der Klemme hilft. Du kannst jetzt das Zaubermenü benutzen. Ein Bösewicht? Uh-oh! Huh? Spoiling for a fight, is it? Better give him what he wants, Ollie boy. Huh? But what do I do? Just think what you want him to do and he'll do it. It's as easy as falling off a log, man. Okay. Just think what I want him to do. Here goes. Sieht so ein bisschen aus, wie als hätten Anton und Sandama irgendwie ein Kind bekommen. Hüpfelchen. Wunderbar, Ollie. Zeit, dass du lernst, wie man Vertraute im Kampf anwendet. Erstmal musst du dich entscheiden, wer kämpfen soll. Du oder der kleine Kumpel? Wo wir ihn schon mal schaffen haben, sollten wir ihn auch einsetzen. Wähl ihn mal aus. Here goes. Schick, und jetzt ab ins Kampfgetümmel mit dem Knieps. Oh ja, siehst du den Kreis da oben links? Das ist die Ausdaueranzeige von dem Vertrauten.
Das Ding zeigt dir, wie lange du noch weiterkämpfen kannst, alles klar? Je länger du ihn rackern lässt, desto kürzer wird die Ausdaueranzeige. Wenn die leer wird, ist der Arm so kaputt, dass er nicht mehr kämpfen kann. Traurig, oder? Bevor es so weit kommt, solltest du den Kleinen also zurückrufen und ihm Ruhe gönnen. Oh, und da gibt's noch was, was du über die Vertrauten wissen solltest. Siehst du das kleine Symbol hier? Das ist ein Zeichen. Ja, wir sehen's. Ja, die beiden haben auch ein Zeichen. Das ist sowas wie ein Sternzeichen, aber es gibt nur vier davon. Sonne, Mond, Stern und Planet. Und wie bei Sternzeichen passen ungleiche besser zusammen. Nutzt es im Kampf aus. Dann werden da die Tricks. Das sind echt mächtige Fähigkeiten, so ähnlich wie Zauber. Und genau wie Zauber kosten sie dich MP. Die Kosten stehen gleich daneben. Ein Wirbel aus wahllosen Hieben verursacht bei allen Gegnern physischen Schaden, der Schnitter. Aber du darfst nicht vergessen, dass du und deine Vertrauten euch MP und LP teilt. Benutzt ein Vertrauter einen Trick oder kriegt der üblen Treffer ab, sinken deine MP und LP. Mann, oh Mann, das ist mal eine lange Lektion, was? Zudem gibt's einen Tipp, der echt top ist. Die Ausdauer von Vertrauten sinkt ständig, also müsst ihr regelmäßig ihren Platz tauschen. Du kannst das machen, wann du willst. Drück dazu einfach LB, claro? Jetzt höre ich aber mit dem Gequatsche auf, ehe ich uns bald zu Tode langweile. Zeit für einen großen Auftritt. Auf geht's, Jungchen. Mach mal keine Ulti jetzt, das ist ein bisschen übertrieben. Damit siegt Wilke in seinem ersten Kampf. Unser erster Vertrauter hat was drauf, wie es aussieht. Und schaut euch gleich ein Level. Sehr gut. Auch er hat natürlich dieselben Werte wie wir. Also nicht dieselben Werte, sondern dieselben Werte, die steigen können. Natürlich hat er da andere Werte, was die Zahlen anbelangt. Und jetzt weißt du auch, wie er mit Vertrauten kämpft, oder Olli? Um echter Champ zu werden, musst du lernen, wann du deinen Vertrauten von der Leine lassen sollst und wann du besser selbst das Heft in die Hand nimmst. Ich werde mein Bestes tun, Treffchen. Oh, und wenn der Mann nicht am Kämpfen ist, hängt der Racker ganz gemütlich im Kreaturenkäfig ab. Im Kreaturenkäfig kann dein Vertrauten mit schmackhaften Leckereien verwöhnen. Es gibt jede Menge Leckereien zur Auswahl. Manche verbessern ihre Fähigkeiten, andere können ihnen sogar neue Tricks beibringen. Schick. Gibst den Kleinen genug von ihren Lieblingsspeisen, steckt das die Bande der Vertrautheit und du kannst ihre Fähigkeiten noch weiter steigern. Aber stopf sie nicht so sehr mit Süßigkeiten voll. Sonst sind sie am Ende noch übersättigt. Man soll es mit der Peppelei nicht übertreiben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber merkst du fürs Erste einfach, dass du dich im Kreaturenkäfig um deine Vertrauten kümmern kannst. Kreaturenkäfig, kapiert. Ich werde mich gut um ihn kümmern, das verspreche ich, Tröpfchen. Der Kreaturenkäfig kann jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Oh, hätte ich beinahe vergessen. Wir sollten dich was fragen, eure Holzeit. Wir wollten. In Kerzbuckel steht ein Wachmann mit gebrochenem Herzen, weißt du? Mit gebrochenem Herzen, sagst du? Schadas böse Macht breitet sich immer weiter aus. Ihr braucht also... Genau, euer Hochreich. Bist ganz schön fix. Hast immer noch drauf, was? Ho, ho, ho. Nur Geduld, kleines Tröpfchen. Natürlich habe ich das. Lass mich mal sehen. Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist. Verflix noch eins. Du hast sie doch hoffentlich nicht verloren, oder? Verloren? Eine Frechheit. Ich hab sie sicher verwahrt. Zwischen meinen höchsten Zweigen. Da oben herrscht ein ziemliches Durcheinander. Ach, während ich danach suche, könntet ihr mir einen Gefallen tun. War? Ich hab doch gesagt, dass wir es eilig haben, oder nicht? Wir haben keine Zeit für... Töpfchen, wir sollten Gevatter Eiche helfen. Schließlich hat er uns diesen Zauber gegeben. Ah, wie erfrischend, einem derart verantwortungsbewussten und ehrlichen jungen Mann zu begegnen. Na schön, hab schon kapiert. Also sag an, was wollen wir für dich tun? Nun, es geht um den Wächter dieses Waldes, versteht ihr? Der Wächter, wie? Was ist los mit dem ollen Knacker? Er ist in letzter Zeit leider etwas ungebärdig geworden. Und er vernachlässigt seine Pflichten. So, so, so. Das ist nicht gut, was? Wir sollten dir wohl besser helfen, ihm Manieren beizubringen, hm? Der Wächter klingt wie ein harter Kerl.
Das kannst du laut sagen. Er ist viel stärker als normale Viecher. Aber jetzt hast du einen Vertrauten auf deiner Seite, Junge. Das wird schon schief gehen. Außerdem, wenn du Shada besiegen willst, kannst du bei so einem popeligen Wächter nicht einfach kneifen, oder? Okay, ich mach es. Wie liebenswert von dir. Der Wächter hält sich im tiefsten Teil des Waldes auf, jenseits der Flüsterfälle. Viel Glück. Okay, das wird wahrscheinlich unser erster Bossfight sein. Ne? Erstes Zauber, jetzt Vertraute. Du wirst noch ein waschechter Zauberer, oder Olli? Scheint so, ja. Na dann, sieh dir deinen neuen Freund doch mal an, was? Und wie geht das Tröpfchen? Geh in der Spielmann, also hör zu. Guck mal ins Hauptmenü rein, da kannst du Freunde und Vertraute sehen. Da findest du alles mögliche Infos über deine Fähigkeiten und die von deinen Vertrauten. Sieht ein bisschen kompliziert aus und es gibt eine ganze Menge Optionen, ehrlich gesagt, aber was hast du bald raus, Mann? Der ganze Zauberkram ist noch neu für dich. Du kennst also noch nicht alle Kniffe, verstehst? Aber wenn du weiter gegen Monster kämpfst, wirst du mit der Zeit stärker und steigst Stufen auf, kapiert? Du lernst dich aber ein paar neue Freunde kennen und so weiter. Also vergiss nicht, die unter die Lupe zu nehmen, wie ich es dir gezeigt habe. Alles klar, Tröpfchen. Deine Freunde und Vertrauten können jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Alles klar. Speichern darf ich ja nicht überall hier. Das sollten wir gleich mal erledigen, bevor wir uns irgendwo tiefer in den Wald wagen. Wir gucken mal kurz in den Kreaturenkäfig rein. Hier sehen wir auch schon Stufe 2 Wilke mit seinen Statuswerten. Leckereien haben wir noch keine. Daher können wir auch nicht wirklich viel tun. Aktuell sind wir als Oliver definitiv der Hauptmagier, aber unser Vertraute ist bereits jetzt definitiv tankiger, als wir es sind. Und auch ein bisschen kampfstärker. Also in den meisten Fällen sollten wir wahrscheinlich vorne halten. Und dann vielleicht mal gucken, ob man zwischendurch mal den Oliver reinholt für ein paar Zauber. Aber wie gesagt, die Vertrauten haben ja auch Ausdauer. Ich kann die nicht Ewigkeiten draußen lassen, ne? Ich will es nicht jinxen, aber ich habe jetzt... Einiger Zeit sind mir keine Ruckler mehr aufgefallen, aber... Wo willst du denn hin? Du gehst raus aus dem Wald. Ich weiß, Tröpfchen. Aber ich möchte erstmal speichern und uns heilen. Denn wie du weißt, bin ich ein verantwortungsbewusster junger Mann, wie es der alte Eichhörnchenvater auch gesagt hat. Kann ja nicht jeder so unvorsichtig sein wie du. Ich mache einen zweiten Speicherplatz, das kann nicht schaden, zwei zu haben. Und dann ziehen wir mal gen Wächter. Da hat's dir geruckelt, ich hätte die Klappe halten sollen. Ich wusste es. Aber es war, als das neue Gebiet geladen hat, ne? Das macht absolut keinen... Also... Noch ein Weißwort. Da haben wir mittlerweile ziemlich viele von. Ich weiß gar nicht, wie verschwenderisch ich mit diesen Items umgehen kann. Da habe ich keine Erinnerung mehr dran. Aber jetzt gerade brauchen wir die noch nicht. Wegen dem Speicherpunkt können wir uns eh heilen. Aber vielleicht ja im Kampf. Wobei, wir haben ja doch einen Zauber dafür, ne? Die Flüsterfälle. Hier gibt es sogar Monster. Gut, da können wir ein bisschen trainieren vielleicht. Ein kleiner Speerunhold. Ich muss dich warnen, Olli. Da wimmelst nur so von Monstern. Lass dich nicht erwischen, bevor du überhaupt beim Wächter angekommen bist, okay? Ich schaff das schon, Tröpfchen. Ich habe jetzt einen Vertrauten, der mir hilft. Bist ein tapferer Junge. Denk dran, wenn es brenzlig wird, benutzt Lindernde Hand. Mach ich. Und vergiss nicht, was der alte Baumheini gesagt hat. Zum Zaubermenü kommst du ganz fix, indem du X drückst. Sollst du dich auch mal mit dem Hauptmenü vertraut machen, wenn du schon dabei bist. Keine Sorge, du kannst nichts kaputt machen. Egal, wie viele Tasten du drückst. Also probier euch ein bisschen rum, ja? Und wenn du neue Fähigkeiten und so lernst, tauchen neue Optionen im Hauptmenü auf. Also halt die Augen offen und mach das Beste aus deinen neuen Spielsachen. Oh Mann, was soll ich mir alles merken? Du wirst dich sicher schnell dran gewöhnen, Junge. Kein Stress. Und jetzt auf zum Flüsterfell und dann weiter zum Wächter des Waldes. Genau, wir müssen ihm helfen, wieder normal zu werden. Ja, wir könnten schon was falsch machen. Wir könnten ohne Speichern das Spiel beenden. Das könnte unangenehm werden. Ach, hier ist auch noch ein Speicherpunkt. Da sieht man, dass ich das Spiel auch nicht mehr wirklich kenne. Selbst die paar Abschnitte, die ich gemacht habe, sind lange, lange schon vergessen. So, Anton Sandama, komm mal her. Ich will, dass unser Wichtel noch ein bisschen stärker wird. Let's go! Let's go! Here goes! Nice, nice. Ja, es gibt jetzt gute Erfahrungen. Also ich denke, Level 30 oder alle mindestens noch drin, bevor wir irgendwelche Wächter herausfordern. Also für uns sind wichtig, wir sind ja schon Level 3. Das ist ein neuer Gegner.
ein Riegel Schokolade. Ich glaube, das ist ein Beispiel für sowas, was man Wichteln geben kann. Wir könnten mal vielleicht einen Zauber nutzen hier in dem Kampf. Lass mal erstmal dich, das Hüpfelchen, killen. Und dann werden wir einen Zwicker-Zwacker mit unserem Feuerzauber vielleicht besiegen. Ich werde nicht verstehen, wie ich da rechtzeitig blocken soll, aber ist okay. Wenn ich nicht schon vorher mich entscheide zu blocken, bevor der Angriff überhaupt kommt. So, wie kann ich jetzt mal wechseln? So. Jetzt machen wir mal einen Zauber. Feuerball! Ja, die Pflanzen sind verbrennen. Ganz einfach. Und damit hat der Wichtel auch Level 3 erreicht. Was eine Vollheilung. Ja gut, Vollheilung ist für ein Blödsinn, weil ich bin der Einzige mit HP. Aber das waren sehr saftige Verbesserungen in Sachen Angriff und Verteidigung. So, ich weiß nicht mehr, wo es weitergeht und wo es die Schätze gibt. Aber da unten ist ein Schatz. Ich schätze mal, hier geht's zum Schatz. Verdammt! Das habe ich doch gleich verpennt, dir noch was über das Vertraute zu erzählen. Ja, was denn? Das ist wichtig, Olli. Also gut aufpassen, okay? Ich hab dir doch gezeigt, wie Vertrauten Tricks vorführen können, oder? Nun, wenn die kleinen Kirchen stärker werden, lernen sie auch neue Tricks. Wenn du sehen willst, welche Tricks deine Vertrauten drauf haben, kannst du Freunde und Vertraute im Hauptmenü aufrufen. Tricks unterscheiden sich ein wenig von Magie. Du musst verstehen, dass jeder einzelne Trick ein Befehlsfeld belegt. Drücke unter Vertrauten und Freunden Y und du kannst die Befehlsfelder, die für Tricks benutzt werden, ändern. Ach ja, da fällt mir ein, ein Vertrauten kann sich höchstens an 8 Tricks gleichzeitig erinnern. Das heißt, wenn er etwas Neues lernen soll, muss er was Altes vergessen. Du kannst dem alten Vertrauten neue Tricks beibringen. Jedenfalls müsst du dem Befehlsrat deines Vertrauten einen Trick zuweisen. Machst du das nicht, kannst du den Trick auch nicht im Kampf benutzen. Ganz einfach. Okay, ich glaube, ich habe es kapiert. Ich glaube, das ist für uns noch gar nicht relevant. Ich schaue trotzdem mal kurz nach. Doch, wir haben tatsächlich schon sehr viele andere Tricks. Interessant. Ich frage mich, ob ich das früher jemals beachtet habe, sowas. Aber ich kann mich einfach nicht erinnern. Nee, wir haben sie noch nicht. Hier steht auch ganz klar neben, wir brauchen eine gewisse Mindeststufenanzahl. Wir sehen nur schon, was wir lernen werden. Aber da brauchen wir mindestens Stufe 5 für. Für den Sandstreuer. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, oder? Ich weiß es nicht. Spucker. Die sehen schon mal ziemlich nervig aus. Wir sollen als erstes vernichten. So. Da oben ist noch eine blaue Truhe. Und da oben wäre die Sackgasse gewesen. Die Frage ist, können wir blaue Truhen öffnen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich schätze nämlich nicht. Meiner Erfahrung nach sind solche Truhen meistens nicht zu öffnen. Warum gibt es hier noch einen Weg? Ich bin jetzt völlig verwirrt. Ich fange schon im ersten Dungeon an zu verlaufen. Ist ja super. Hier ist noch eine Truhe. Eine Flasche Eiskaffee. Kann man hier runter? Ja, tatsächlich. Okay. Ich glaube, die blauen Truhen können wir noch nicht öffnen. Das ist meistens in Spielen so was andershalbige Truhen. Entweder was Seltenes erhalten oder was Seltenes enthalten, aber tatsächlich nicht geöffnet werden können. Bevor man nicht irgendwie so einen Schlüssel oder in diesem Fall wahrscheinlich Zauber dafür hat. Müssen wir mal sehen. Der Kampf läuft gerade auf jeden Fall suboptimal. Ja, das war kein guter Kampf. Ich habe es eine Figur, die ich einen Feuerzauber kriegen soll, weil er nicht so gut dagegen war. Wahrscheinlich wegen dem Sternzeichen. Eine knackige Karotte. So, ich bin super verwirrt jetzt gerade, was die Map anbelangt und wo ich langlaufen soll und wo nicht. Bin ich ganz ehrlich. Da entschieden mich Augen aus dem Dunkeln an. Ich laufe nochmal zurück. Ich würde gerne mal da oben hinlaufen und bestätigen, dass die Truhe wirklich nicht öffnbar ist. Nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Aber ich habe das Gefühl, es wird so sein. Die Gegner respawnen anscheinend ziemlich schnell. Mal gucken, ob ich irgendwann anfange, Kämpfe rauszunehmen. Wahrscheinlich, ja. Aber noch ist das ein bisschen zu früh, glaube ich. Ich würde sagen, wir fangen an und killen erstmal den Spucker. Au, das war nicht gut. Das war noch ein starker Zauber von dem. Wie man darauf reagieren soll, ich werde es nicht verstehen. Never. Ja, ich will ihn wechseln. Auf Oliver tatsächlich. Und dann machen wir mal einen Heilzauber.
Hat funktioniert. Oder will ich zu viel Mana verschwenden, greife ich ein bisschen physisch an. Wobei unsere physischen Angriffe echt schlecht sind. Also machen wir doch lieber einen Zauber. Würde nicht vergessen, Oliver ist kein Krieger. Er ist im besten Fall ein Magier. Oh, da lag noch eine Magier. Oh, ich hab's nicht aufgehoben. Das ist ärgerlich. Die sollte man immer aufheben, um die Mana wieder aufzufüllen. Aber durchs Level-Up müssen wir eh voll geheilt sein, deswegen ist es eigentlich völlig egal. So. Ich gehe nochmal zurück, wie gesagt. Ich schätze mal, das führt zu der blauen Truhe. Ich denke mal, die muss ich mir im besten Fall merken. Aber ich glaube, bevor wir nicht tatsächlich auch schnell reisen können durch diese komischen Portale, die ich, glaube ich, da im Schreibpunkt gesehen habe. Diese Truhe scheint durch Magie verschlossen zu sein. Ja, brauche ich gar nicht erst drüber nachzudenken, solche Umwege irgendwann zu gehen. Mal gucken, ob ich mich daran erinnern kann irgendwann oder ob ich es vergessen werde. Gut, dann haben wir das wenigstens abgesichert und abgesteckt, diesen Bereich der Karte. Hier ging es auch noch geradeaus weiter. Ich frage mich, ob der Weg zueinander führt später. Das sah nämlich fast so aus. Es ist vielleicht egal, ob wir hier lang gehen. Na komm mal her. Ja, du bist wie gesagt problematisch für Wilke, ne? Wegen deinem Sternzeichen. Das heißt, wir machen einfach einen Feuerzauber, wenn gut ist. Das noch mal physisch. Zu viel Mana sollten wir nicht verschwenden. Stufe 4 für den Wichtel, sehr gut. Ja, jetzt sind wir wieder hier, wo wir gerade eben waren. Okay. Let's go! Wilke macht den Spucker, wir machen mit dem Feuerball den Zwickzwack. Darauf kannst du nicht reagieren. Ich bin mir noch ziemlich sicher, dass das dieses Spiel einfach zu knapp bemessen ist, um auf irgendwas zu reagieren. Oh Gott, da hinten ist so viel Mana. Die muss ich erstmal aufheben. Also es gibt manche Attacken, auf die kann man und muss man auch reagieren, so nicht. Aber die meisten Attacken, da geht das nicht so wirklich, finde ich zumindest. Zug ist hier vorne ein Speicherpunkt, das freut mich sehr. Dann können wir uns hier wieder hochheilen. Wir sind wahrscheinlich auch nah am Wächter. Und den würde ich gerne auch heute noch machen. Wäre ein schöner Abschluss, finde ich, so ein erster Bossfight. Das sieht nach der Bossarena aus. Warte, Olli. Hä? Was ist denn? Hör mal, da kommt wer. Aber ich... Wer ist es? Es ist der verflixte Wächter. Ein Big Boy. Aber sieht doch sehr pflanzlich aus. Der ein oder andere Feuerball könnte sicher ein Wunder bewirken. Der Wächter des Waldes, standhafter irgendwas. So schnell konnte ich leider nicht lesen. Gut, wir sollten auf jeden Fall mit Magie beginnen. Ich will ihn sofort einen Feuerzauber ins Gesicht schmeißen. Ach, Hartstein Schalosch. Dann nochmal. Und immer schön weglaufen, wenn sonst gar nicht erst trifft. Das ist auf jeden Fall eine valide Chance, den Angriffen auszuweichen. So, sparen wir noch ein bisschen auf für mögliche... Das müssen wir jetzt, glaube ich, verteidigen. Herrje, das sieht ziemlich übel aus, Olli. Am besten, du schützt dich ja irgendwie... Ja, das müssen wir auf jeden Fall blocken. Wo der Verteidigungsbefehl ist, weißt du, oder? Benutze ihn, sonst hast du Ärger am Hals. Hm, habe ich vor. Deckung, aber Dolly. Toll gemacht, Olli. Schick, schick, schick. Verteidigst dich gegen solche heftigen Angriffe, kann das einen tollen kleinen Bonus abwerfen. Wenn er eine fiese Attacke vorbereitet, solltest du schnellstens in Abwehrstellung gehen. Das ist doch ein Heilpunkt, nehme ich gerne. Und dann werden wir schnell auf den Wichtel wechseln, der kann ein bisschen für uns übernehmen.
hat ja bessere Werte, wie wir wissen. Mach ich die erstmal aus. Und greif ihn dann an. Und dann wieder weglaufen. Er kommt nur, hä? Verteidigen. Wildes Gebrüll. Fehlschlag. Gut für uns. Und ein bisschen Mana wirft er auch noch ab. Wir können mit meinen Stitter benutzen von Wilke. Den super Angriff. Au, das war unnötig, aber. Er hat fast keine Ausdauer mehr. Ich wollte ihn schon noch nutzen, bevor er zurück muss. Okay, er hat keine Ausdauer mehr. Ich muss verteidigen dringend. Gerade noch so. Gut. Gute Gelegenheit. Sieh nur, Olli. Der Riesentollpot hat dir selbst eins übergebraten. Jetzt kannst du ihm eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Ich verteidige gerade noch. Das ist ja eine ordentliche Tracht Prügel, die ich mir gerade verpostete. Ich hätte mir lieber den Mana Orb holen sollen. Das ist ja wesentlich wertvoller gewesen. Und verteidigen. Gut. Mana von Tröpfchen nehme ich gerne mit. Und Feuerball. Und nochmal. Und noch einmal. Schick, das ist eine goldene Essenz. Das kleine Schätzchen kann all deine LP wiederherstellen. Und sicher, nicht nur das, lässt sich auch ein Superträger einsetzen, der keine MP verbraucht. Aber die Dinger bleiben nicht ewig da. Beeil dich und schnapp dir die Essenz, Olli. Wo ist das Ding aufgetaucht? Ich sehe es nämlich gar hinter ihm. Na denn? Ich kann es nicht aufsammeln, weil es unter ihm liegt. Ja, toll. Jetzt steht er genau da, wo das Orb steht. Der Orb ist jetzt weg. Ja, ich könnte keine Superattacke zeigen, weil das Spiel meinte, nee, geht nicht. Egal, Feuerball. Das war's. Wir werden bestimmt auch immer die Gelegenheit haben, so einen goldenen Orb aufzusammeln. Natürlich wieder mein Pech, dass es genau unter ihn fällt und er dann stehen bleibt. Ja, egal. Hey, der erste Boss ist besiegt, das ist nicht verkehrt. Stufe 5 ist auch eine schöne Stufe für beide. Und wir haben den Geist der Wälder erhalten. Was soll ich neue Attacke für Wilke bedeuten? Ja, der Sandstreuer. Du hast eine Seite über den Wächter des Waldes erhalten. Na, hast du wieder beruhigt? Dann zieh mal von dann. Verdammt, das war knapp, Mann. Der Wächter, er ist zurück in den tiefsten Teil des Waldes. Glaubst du, er ist wieder normal? Kann ich auch nicht sagen, Junge, aber er hatte wenigstens nicht mehr diesen irren Blick drauf. Er wird sicher wohl ein bisschen zurückziehen und einen klaren Kopf zu bekommen und dann wieder ganz der alte Wächter sein. Aber was hat ihn denn so ausflippen lassen? Es war doch nicht etwa... Na klar war er das. Nur Shada konnte sowas tun. Wir sollen uns vorsehen, wenn wir andere Wälder besuchen. Wächter gibt's nämlich überall. Jedenfalls haben wir unsere Pflicht erfüllt. Dann mal zurück zum alten Baum, Hanywort. Klar, gehen wir. Der Gleichmut im Herzen des Wächters des Waldes hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschaltet. Ah, die sollten wir vielleicht auch irgendwann mitnehmen. Du hast eine neue, fantastische Geschichte erhalten. Meinen wunderbaren, nicht vorhandenen Vorleseskills, sicherlich eine gute Idee, auch das mitzunehmen. You did well to calm the guardian of the woods. And I found what I was looking for. But first, a gift. By way of thanks. You were on a roll, by your man. I entrust to you one of my closest companions, the Telling Stone. His knowledge of our world rivals even my own. I thought he might help you on your journey. I'm sure if you ask him nicely, he will tell you anything you wish to know. And the other thing, the locket. This is what you came here for, is it not? It is a vessel for fragments of the human heart. To rescue the heartbroken, you will need the locket and the spells required to use it. I will give you those as well. Thank you so much, old Father Oak. Such a well-mannered child. Unlike some I could mention. What? All right, all right. Ta, Bugface! Some things are as unchanging as the forest. No matter. You had best be on your way. Now, boy,
You must come and see me from time to time and tell me of your travels. I look forward to hearing of your progress. Mm-hmm. Yes, sir. Let's be off, shall we? Time to head back to Ding Dong Dell and mend a broken heart. Okay. Der sprechende Stein kann jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Du hältst die Fiole. Du kannst eine Seite mit dem Zauberherz empfangen erhalten. Du hast nicht kannst. Du hast eine Seite mit dem Zauberherz schenken erhalten. Viele Sachen, die aber eigentlich mehr oder weniger dasselbe machen. Gut, dann würde ich fast behaupten, wir marschieren jetzt noch zusammen zum Speicherpunkt. Und dann werden wir die Folge erstmal beenden. Immerhin haben wir unser erstes Abenteuer ganz erfolgreich überlebt. Nun heißt es doch mal schauen, ob wir mit den neuen Fähigkeiten dem Wachmann helfen können. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.